Willkommen bei GTA 5 Online, wieder alleine, ohne Jürgen, ohne irgendwen, nur mit mir alleine. Und ja, heute machen wir nochmal ein paar Missionen. Oder vielleicht mit dem Panzer nochmal ein bisschen rumfahren. Ich glaube, wir machen erstmal kurz ein paar Missionen. Schadet ja auch nicht. Und dann hoffe ich, ab morgen gibt es auch wieder Folgen mit Julian. Also heute Abend wollten wir eigentlich nochmal aufnehmen. Ist aber halt alles sehr eng bei ihm da mit der Zeit. Von daher mal gucken. Und sonst muss ich irgendwie jemand anderen finden. Aber ich hoffe, das wird was. Aber egal. Wir gucken jetzt erstmal, was können wir noch so machen. Ja, Mission, denke ich mal. Ich bin extra in eine Sitzung gegangen, wo, ich glaube, drei Leute haben da schon so ein paar Jobpunkte. Vielleicht kommen dann ja die mit rein in die Mission und wollen da ein bisschen was mit mir da erledigen. Mal gucken. So. Da vorne ist auch schon einer. Den begegne ich jetzt mal so ganz freundlich so. Hallo. Ich glaube, er hat jetzt nicht auf mich geschossen. Sehr schön. Wir haben ja sogar eben eine Mission bekommen. Moment. Da von Madden. Steht hier immer eine Limousine? Auslieferungsverfahren, was müssen wir da machen? Vor ein paar Wochen wurde mein alter Freund von mir in Mexiko verhaftet, bevor ich mit... keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Und dann laden wir einfach gleich mal alle in außer Sitzung hier rein. Radio muss ich wieder ausmachen, sonst muckt gleich wieder die GEMA rum. Zack, aus. Ja, so einmal alles aus aktueller Sitzung. Und dann mal sehen, wer reinkommt. Ich glaube, bis vier Leute, nee, Spieler 1 von 6. Also 6 Leute können hier rein. Aber irgendwie möchte gerade keiner. Dann warten wir noch mal ganz kurz ein bisschen. Und ich überlege mir jetzt momentan noch ein bisschen, was ich denn als nächstes mal spielen kann. Also GTA bleibt natürlich, ne? Aber das ist ja klar. Kommt anscheinend ganz gut an. Aber ich habe mir gedacht, jetzt habe ich ja eh bald Brothers durch. Und das war eigentlich auch nur so, weil ich es mir gekauft habe. Und ich wollte es halt einfach mal so spielen. Jetzt weiß ich aber momentan nicht mehr so ganz, was ich da irgendwie sonst spielen soll. Ich habe zwar so ein paar Spiele mal, ja, mir mal angeguckt. Wenn ich gehe erstmal kurz hier nochmal eben raus und guck nochmal nach einer anderen Mission. Also ich habe mir halt ein paar Spiele angeguckt, die man vielleicht mal spielen könnte. Aber... ja, so richtig, richtig geil ist momentan irgendwie nicht dabei. Also, da finde ich irgendwie keine Sachen. Was ich noch einmal in meinem Schrank gefunden habe, wäre zum Beispiel einmal Heavy Rain. Ist schon ein bisschen älter, aber auch ein bisschen Drama und so. Also, das ist ein super Spiel, würde ich an sich nochmal super gerne spielen. Vielleicht auch Let's Playen, wenn ihr das wollt. Keine Ahnung. Ist halt, ja, so gefühlvoll, also es hat schon eine sehr gute Atmosphäre im Spiel und die Story ist auch super, also nichts dagegen zu sagen, wäre auch ein bisschen langfristiger. Dann habe ich mir angeguckt, Stickman Epic, da kann man einfach dann halt ein Strichmännchen zeichnen und dann da ein paar Abenteuer bewältigen, also irgendwie Feuer zeichnen, also so ein bisschen rätselmäßig auch. Und dann habe ich mir noch Tiny Tief oder sowas. Das ist auch wieder sowas ähnliches wie Brothers. Naja, vielleicht, aber das eher nicht so. Also entweder nochmal Heavy Rain oder was anderes. Ich bin mir aber gar nicht mal so sicher. Auf andere Spiele, wie gesagt, es gibt halt momentan irgendwie nicht ganz so geile Spiele auf dem Markt. Also natürlich, es gibt schon gute Spiele, aber es sind halt auch nicht mehr so aktuelle. Die ganzen Spiele, die kommen halt immer so, ja, halt einfach ein paar Tage, erst so gegen Ende des Jahres. Okay, da muss ich mal eben kurz gucken, dass da kein Panzer war. Und ja, also ich bekomme jetzt bald noch Battlefield 4 für den PC. Das habe ich mir jetzt noch bestellt. Das wollte ich mir, oder habe ich mir am Sonntag geholt. Und eigentlich wollte ich das online halt haben und mir dann halt runterladen. Aber irgendwie hat die Seite das nicht ganz gecheckt und hat mir das dann halt einfach mal per Post zugeschickt. Das müsste jetzt... eigentlich wundere ich mich gerade, warum es heute noch gar nicht da ist. Oder sollte vielleicht auch morgen dann da sein.
Ja, gut, aber ich meine, so als Let's Play kann man das, so kann man, könnte ich zwar so halt die Story machen, die werde ich sowieso spielen, also wenn, dann könnte ich sie auch gleich Let's Playen, aber naja, weiß halt nicht. Oder, keine Ahnung, also vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, auf jeden Fall werde ich halt mit Jonah ab und zu nochmal bei seinem Online-Battle dann dabei sein, weil ich dann ja auch Battlefield 4 habe. Und da werde ich dann auch durch sein Bootcamp gehen. Also, so wie bei DayZ, wird er mir da erstmal ordentlich alles erklären müssen, weil ich voll der Bobby bin. Und ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von sowas. Also von Shootern habe ich generell wenig Ahnung eigentlich. Mal sehen, wie es bei Battlefield 4 wird. Ich hatte schon die Beta kurze Zeit gespielt mit meinem Cousin auf meinem alten Rechner noch, aber jetzt, wo ich meinen neuen Rechner habe, habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß drauf. Bei einer Seite, da bekommst du das sogar noch richtig günstig. Ja, und dann war das auch gut so. Aber sonst, ich wüsste irgendwie nichts. Also, das würde halt so Samstag und Sonntag ca. 13 Uhr kommen. Und ein bisschen was Langfristigeres, ist ja auch, ja, halt so Sachen so wie Beyond und sowas würde ich alles gerne haben, aber sind halt eigentlich auch schon halt, jetzt schon wieder fast ein bisschen älter, kann man fast sagen. Kennt man eigentlich schon, also haben schon viele gesehen. Ich glaube nicht, dass das nochmal welche bei mir gucken würden. Okay, gerade dann zu Heavy Rain, aber Heavy Rain muss ich mir halt eben nicht nochmal extra kaufen. Weiß nicht, vielleicht habt ihr noch ein paar gute Spiele auf Lager, die ich jetzt gerade vergessen habe. Jetzt erstmal hier, oh ne, keine Barrel, schade. Fehlgeschlagen. Ich dachte eben, da steht ein roter Cargo-Bob. Nee, aber es ist ein roter Helikopter. Also, wenn ihr noch irgendwelche Spiele wisst, dann könnt ihr sie mir gerne mal schreiben. Entweder in die Kommentare oder als private Nachricht, was ich denn mal da zocken soll, weil ich suche momentan irgendwie vergeblich. Ich gucke jeden Tag bei Steam so. Und da war ich auch jetzt noch vor kurzem, nein, lässt er weg. Da dieses Winter-Special bei Steam, halt wieder alles reduziert und so. Und da habe ich diesmal nicht so zugegriffen, wie im Summer Sale, da habe ich ja extrem zugegriffen. Also da habe ich mir richtig, richtig viele Spiele gekauft. Jetzt aber bei dem Winter-Sale nicht so. Einfach weil ich die Spiele da teilweise gut fand, aber ich habe halt schon jetzt so schon einigermaßen viel Geld ausgegeben. Und ja, keine Ahnung, also. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video dazu, aber eigentlich würde ich das so gerne wissen. Also nicht, dass ich da extra ein extra Video zu machen muss. Wenn ihr Ideen habt, dann würde ich die gerne wissen, was ich denn am Wochenende da so zocken kann mit FIFA zusammen. Das würde ja, oder kommt ja auch immer noch freitags, samstags und sonntags. Und ich suche dann eben halt ein Spiel, was ich halt samstags und sonntags spielen kann. Wenn dann auch ein bisschen länger, vielleicht ein paar längere Folgen, wenn ihr dazu Lust habt. Muss ich halt mal gucken. Ich gucke halt, wie gesagt, schon jeden Tag bei Steam, aber ja, gut, ich meine, was ist da? Da ist halt COD, ist da Ghosts? Nee, möchte ich mir jetzt nicht für 50, 60 € wiederholen, wo ich jetzt dann auch eigentlich schon einen Battlefield habe. Was gibt's dann noch? Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Also, ich gucke da halt immer und da ist jeden Tag halt die gleiche. Ne, es ist keine Scheiße. Also, Scheiße möchte ich jetzt nicht sagen, dass es Scheiße ist. Aber es ist irgendwie nicht ganz so mein Fall. Auf jeden Fall. Hopp. Ja. Keine Ahnung, was ich da spielen soll. Aber, naja, erstmal jetzt noch Borders zu Ende. Aber das dauert eben nicht mehr lange. Das müsste vielleicht sogar schon dieses Wochenende sein oder spätestens nächstes vielleicht. So, weißt du, jetzt fliegen wir erstmal hier so ganz tief, so richtig geil, sodass sie sich erstmal schön erschrecken. So, wow, was macht der denn da? Wow. Ja, und dann fliegen wir. Oh. Dagegen. Ja, das war geplant. Shit. Ja, jetzt rufen wir nochmal eben Martin. Nee, Quatsch, wir rufen mal Ron an. Der hatte eigentlich ganz gute Missionen. Job anfordern. So, dann kommt doch gleich mal was Schickes. Und wir nehmen mal eben eine Flasche raus. Ey, Bombs! Jetzt hab ab im Bauch. Karabiner und Turbinen? Kenne ich noch gar nicht, das machen wir mal. Ja, 200 ist ja nix. Also hoffentlich kommen jetzt mal ein paar Spieler da rein, das eben, das war ja nix. Was müssen wir machen? Es heißt, dass er Los MC bei seinen Lieferanten an Ron Alter. Alternates Windpark Waffen abholen will.
Auf den Waffenzweck dieser Windturbinen will ich an dieser Stelle nicht näher eingehen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass nicht die Lost die Waffen bekommen, sondern TP Inc. Wenn du sie hast, bring sie zu Trevors Wohnwagen und ich gebe dir das Geld dafür. Ron Jakowski. Ja, vom Kopf nochmal. Shit. Aufbomben. So. Jetzt laden wir nochmal eine ein. So, im Klepper sind auch einiges rausgegangen. Also ein paar sind raus, da waren eben noch mehr drin. Mögen sie mich nicht? Wahrscheinlich sind es genau die rausgegangen, die diese Jobpunkte hatten und ein paar Missionen gemacht haben. Jetzt sind nur noch irgendwelche Leute drin, die nicht mit mir spielen wollen. Keiner will mit mir spielen, ja. Na komm schon. Sonst mach ich's einmal alleine. Wird zwar schwer, aber ich warte nur kurz. Und währenddessen gucke ich mal, was ich noch so an Spielen in der Schublade habe. Ich habe GTA, das spielen wir gerade. Ah, ja, da tritt einer bei. Super. So, GTA, FIFA 13, FIFA 14, FIFA 12, Formel 1, 2012, 2013 habe ich auch noch auf dem PC, aber. MotorStorm Pacific Rift. Und die FIFA 14 Ultimate Edition. Ich hatte noch drei Stapel. Aber wir spielen erstmal hier kurz ein bisschen GTA. Und machen mal die Mission hier. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Von daher spielen wir es alleine mit SICK 645. Spielen wir eben mit dem alleine. Hoffentlich ist jetzt nicht mein Auto irgendwie ganz weit weg. Nein, er ist da hinten. Okay, da hinten hat er auch sein Auto, das ist schön. Oh, steht ein Transporter schon wieder. Ach, da ist er ja. Ups, ach, der, ups, sorry. Ups, der hat einen Wacker, schön. Dann düsen wir jetzt mal den Wacker davon. Oh, gekonnte Drehung. Oh, Stein. Ah. Ey, hätte ich ihn ja schon wieder mitgedreht. Ich glaube, der wäre ziemlich angepisst. Dass ich ihn zweimal so mitnehme. So, weißt du, jetzt erstmal so lasse ich so aussehen, als ob ich total langsam bin und so. Und überhaupt nicht hinterherkomme. Oh, so der heftige Fahrer. Und jetzt beschleunige ich meinen geiler Entity. Beschleunige immer mehr. Jetzt presse ich mich noch hier dazwischen durch. Scheiße, der ist auch ganz schön schnell. So, aber ich komme ran. So, gucken dann. Wusch. Bin ich schon vorbei. Und er fährt mich falsch. So, jetzt bin ich einfach mal so ganz sneaky. Oh, hier runter. Ganz sneaky hier runter. Oh, jetzt ist er wieder ordentlich in Führung, aber keine Angst. Noch 3,85 Kilometer. Wo fährt der denn längs? Ja, da gehe ich wieder in Führung. Weil er falsch gefahren ist. Hier mal eben so zwischenzeitlich zwei LKWs vorbei. Zwischendurch. Oh, heute kam es auch so ein Idiot entgegen. Wow. Gerade von der Schule. Und dann sind wir da, das ist glaube ich keine 30er-Zone mehr. Wurde glaube ich aufgehoben. Halt nochmal 50 fahren, ne? Halt Stadt, so, Dorf, wie auch immer. Und auf einmal kommt da erstmal so ein fetter BMW längs, überholt uns erstmal. Mit, keine Ahnung, 80 oder sowas. So, jetzt ist er, glaube ich. Oh, der ist schneller da. Nein, weil ich so doof bin und den richtigen Weg fahre. Ah, shit. Warte auf mich, ich bin gleich da. Oh, da sind ein paar Leute.
Da bin ich auch schon. So, nehme ich einfach hier mein geiles Sturmgewehr und gnatze sie einfach mal alle weg. So, kurz nachladen. Und weiter geht's, da ist einer. Kein Ding. So, da auch noch, dann da auch noch gleich. Zack, zack. Ah, du auch. Ah, da war so einer. Geil. So, Bams, weg mit dir. Bisschen näher ranlaufen. Da auch noch einer, ich sehe dich. Ich schieße erstmal voll auf den Transporter die ganze Zeit, auch geil. So, das renne ich einfach mal hin. Auch keiner mehr da. Ja, alle tot, sehr gut. So, okay, ich fahre den Transporter und er fährt da sein Auto weiter. Los, auf geht's, komm! Go, 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 go! So, wir fahren einfach mal jetzt mal hier so ein bisschen ein Querfeld ein. Ach, da muss ich hin. Oh, da kommen Gegner. Oh, ach, da kommt einer auf dem Motorrad. Den ich auch so wegbumsen kann. Boah, was mache ich denn da? Was mache ich da? Da, nein. Oh, nein! Wohin ist das? Oh, das war echt knapp. Ich fahre immer mal hinterher. Und gleich fliege ich euch. Jetzt kommt Zug von der Seite. Nium. So, wieder auf der normalen Straße. Und jetzt. Oh, gib Gas hier. Also, solange die Gegner auf dem Motorrad kommen, ist es gar nicht mal so schlimm. Also, wenn die mir dann auch noch genau entgegenkommen. So, jetzt nehme ich mal meine Mikro-MP. Oh, ui, 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 ui. Bin ich mit Reifen? Nee. Ups. Alter! Ich bin fast tot, Alter. Du musst mal bitte auf mich aufpassen da. Alter, ich bin fast tot. So ein kleiner Bobby, ey. Alter, wie die mir gezogen haben auch. Du kommst doch nicht vorbei. Denk gar nicht dran. So, noch 280 Meter. Ach, jetzt wollte ich hier gerade durch. Ah, nur einmal kurz rückwärts fahren und dann eingeparkt. Ganz gekonnt. Puff. Ja, ich bin ein bisschen durchlöchert, würde ich sagen. Aber das macht ja nichts. Hey, hey, sieh mal, wer da nicht kommt. Was? Es ist nicht Mr. Fun. Ja, ich wäre auch nicht gut drauf, wenn ich durchlöchert bin. Alles voller Blut, der Anzug war teuer. Ja, und dann, nee, also dann wäre ich auch nicht gut drauf. Ihr glaube ich auch nicht. Ja, komm, gefällt mir mal. Ja, hatte es zwar nicht so viel Geld gegeben, ne, aber war ja trotzdem eine ganz gute Mission eigentlich. Mal sehen, ich glaube, wir machen noch mal ein bisschen Panzer-Action. Ja, GTA Online, ja, kann man Deathmatch und Renneditor benutzen, ein Rennen erstellen oder halt so ein Deathmatch erstellen. Habe ich bisher noch gar nicht ausprobiert. Vielleicht ist es ganz gut. Kein Plan. Aber die Ladezeiten von GTA sind auf jeden Fall ganz super duper. Ja. Ja, mal sehen, was habe ich noch. Also den einen Stapel habe ich schon abgearbeitet. So, was haben wir noch? FIFA 14, FIFA 11, Mass Effect 3. Das habe ich mir gekauft. Da habe ich dann auf meinem alten Channel noch angefangen zu spielen und dann aber unterbrochen. Sorry für den kleinen Cut, Leute, aber jetzt bin ich wieder da. Und wie sehe ich, bin alleine auf dem Server. Ich musste mal kurz weg und jetzt auf einmal bin ich alleine.
Oh, er hat den Boss angegriffen, aber hat ihn noch nicht. Ah, shit, ich glaube, er hat ihn doch. Ich wollte das auch gerade hinfahren. Ah, nee, hat ihn doch noch nicht. Moment, ich nehme mir einen Kampfheli. Und dann werde ich ihn richtig heftig wegnudeln. Mit dem dicken Lümmel. Nicht den in meiner Hose, sondern. Oh, hui, das war vor allem seine Titan. Wieso auch nicht? Dann nehme ich aber jetzt halt den. Ich wollte eigentlich einen kleinen Kampfhubschrauber, so mit Granaten, so einen schnuckligen, aber der geht auch. So, jetzt mal ran hier. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ich bin auch ziemlich alleine. Aber ich meine, jetzt haben wir auch noch, keine Ahnung, knapp 10 Minuten. Da, ja, weiß ich gar nicht. Teilweise würde es sich an sich ja schon lohnen, nochmal kurz eben den Server zu wechseln. Aber naja, gut, kurz ist halt nochmal eine andere Sache hier bei GTA. Leider hat das Ding nur ein Maschinengewehr. Aber das macht gar nichts. Trotzdem werde ich mir da jetzt mal den Panzer schnecken, den er angegriffen hat. Entweder das ist ein neuer Panzerwagen und Geldtransporter. Oder er ist einfach extrem inkompetent. Aber an sich ist es gar nicht so schwer. Vor allem, wenn man Haftbomben hat. Okay, da unten soll er auch schon sein. Moment, da vorne ist er. Da, ich glaube, ich sehe. Nee, Moment. Ah, doch, 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 doch. Da ist er ja. Also der Geldtransporter. Hey, was denn? Hä? Der Geldtransporter ist weg. Wieso ist aber der Geldtransporter weg? Nein, da ist er ja. Der beamt sich hin und her. Oh shit! Oh, hui, auf einem! Auf einem! Ah, ich habe ihn angegriffen, cool. Auf einmal kommt da so eine Polizei und nutzt ihn da als Rampe. Oh, Alter, die Polizei geht ja voll ab. Hallo. Kann der labert auch gerade, sehe ich, aber ich kann ihn jetzt leider gerade nicht hören, dafür habe ich jetzt mein Headset nicht angeschlossen. Dann muss ich erst das optische Kabel von meinem Headset daran stöpseln. Na komm. Aber ich bin so schlecht mit dem Heli hier. Deswegen mag ich den eigentlich auch überhaupt nicht. Weil ich damit einfach nicht spielen kann. Vor allem bin ich gerade zu blöd, um zu schießen. Und auch gleichzeitig auch noch zu lenken. Aber ich mach mal eben. Ach, habt ihr auch keinen Spielsound? Das interessiert mich auch jetzt mal gerade. Weil ich sehe gerade, die Game Capture Card hat mal wieder keinen Bock, den Spielsound aufzunehmen. Boah, warum fliegst du nicht weiter? Boah, nicht zum Golfplatz! Das ist aber auch schwer, den hinzufliegen, ey. Boah, da mein Hubschrauber raucht. Nein, mein Hubschrauber raucht. Was explodiert denn hier die ganze Zeit? Ach, schade, ich kann leider jetzt keine normalen Waffen, also keine Haftbomben hier rauswerfen. Wäre an sich schon eine coole Nummer. Boah, ich bin aber echt gerade hier ganz schön inkompetent.
Aber ich hänge immerhin den anderen Typen ab. Ja, ein Spieler, warte mal, ich nehme das mal. Oh, geh weg, der Ampel. Nur mal eben einen anderen Finger mit dazu. Aber da bin ich noch unkontrolliert. Nein, du! Rausch du wohl ab! Ups, das wollte er gerade auf ihm drauf landen. Junge, ich habe keine Ahnung, was der sagt und der redet da und redet. Ich habe keinen Plan. Ich höre dich nicht, der Maxer. Kapier das mal, ich höre dich nicht. Alter, ich fliege jetzt einfach mal ganz nah an ihn ran. Jedenfalls gleich. Oh, der fährt aber auch eine Route hier. Mann, ey. Natürlich super hier mit einem Kampfhelikopter. Das ist echt super. Oh, jetzt verstopfe ich gerade ein bisschen die Straße. Okay. Nein. Komm zurück. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Nein. Oh, ich bin tot. Scheiße. Irgendwie konnte ich nicht mehr hochfliegen. Da war irgendwas auf einmal am Weg. Ich bin voll erschrocken. Was war das? Das war mein Hund. Ja, gut. Hier, Mechaniker, komm mal kurz her. Und bring mal bitte kurz meinen Adder. Einmal den Adder bitte. Vielen Dank. Oh Mann, er ist sogar schon da. Komm, Adder, beeil dich. Mechaniker. Mann, los. Da ist er, da ist er, da ist er. Komm, gib her, gib her, gib her, gib her. Steck aus, los, 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 raus, 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 raus. So, Hafermüll ausgewählt. Ah, die kommen da runter. Das ist sehr gut. Nee, Moment, ich war auch da links. Ich war auch da links. Ist ja irgendwie zu doof. Ich meine, der Panzer da, der Panzerwagen, der steht da sogar schon. Alter, hier sind aber gerade extrem viele Bullen. Scheiße. Oh, jetzt aber. Ich will nur das Geld haben, ich will nur das Geld haben. Nein, ich bin tot. Ich kann mir, glaube ich, das Geld nicht schnappen. Schade. Hätte klappen können. Ach, mein persönliches Fahrzeug wurde von der Polizei beschlagnahmt. Das ist ja superior. Ernsthaft. Ach. Halt, stopp. Das Auto an, bitte. So, guck mal, der ist sogar wieder hier. Das ist ja wunderbar. Weißt du, jetzt snacke ich mir einfach ganz einfach. Ich meine, das ist ja wirklich nicht schwer, mal so einen Panzerwagen zu überfallen. Dann habe ich schon den Fehler gemacht, dass ich halt erstmal die Polizei gerammt habe. Und das war der einzigste Fehler. Ach, da ist das Geld. Perfekt. 3000, super. Guck, so einfach ist das ja, so einfach ist es ja eigentlich wirklich. Ja, also es ist nicht so allzu schwer. Was vielleicht schwieriger sein könnte, jetzt hier irgendwie zu fliehen. Mit 3 Sternen und so einem Auto. Das ist natürlich super. Ein Helikopter ist auch noch mit dabei. Ja, ich meine, guck mal, die rammen einen einmal, aber man fliegt erstmal total unkontrolliert irgendwo längs. Oh, nein. Oh, dieser Helikopter, wa? Der ist echt ganz schön schwul. Rechts. Moment, 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 ich hab's gleich. Jetzt hier längs. So, und jetzt mal schnell hier rein in die Sackgasse. So, und jetzt, Scheiße, da kommt gleich die Polizei.
Okay, die sind mal vorbeigefahren, die auch. Oh, kommt die W, die kommt hier reingefahren. Ja, sicher. Die kommt erstmal da in die kleine Sackgasse reingefahren. Scheiße, das war knapp. Oh, jetzt bin ich gerade. Ja, das macht mich super. Das noch ein Panzer. Alter, hier sind gerade richtig viele Geldtransporter. Aber ich würde auch nicht gerne noch mal Edda wieder haben. Ich glaube, den holen wir erstmal wieder. Steig's aus, ich steig ein. Er läuft weg. Das noch Geldtransporter. Alter. Alter, hier sind richtig viele Geldtransporter, ey. Oh shit. Oh, ganz knapp. Geld, 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 Geld. Ja, ich bin erstmal voll mitgerissen. Super Ding, Dankeschön. Lauf doch mal zu, ey. Ein Geldwagen. Da liegt noch einer. Keine Ahnung, wo das andere ist. Da. Nicht einsteigen. Nee, Quatsch, das ist gar keiner. Schnell rein da und ab geht's! Hat jemand gesehen, wie viel ich gerade überhaupt bekommen habe an Geld? Ich nehme mich nicht. Ah, genau, da muss natürlich so eine Police stehen. Ja, schieb mich erstmal schön ein bisschen seitwärts, du mit deinem geilen Auto da. Kannst natürlich auch mal so, ja, so einen dicken Geländewagen mal wegbumsen. Boah, gleich schon wieder entkommen, das wäre echt geil. Oh, da kommt jemand, hoffentlich nicht von da. Oh, doch, da kommt man da. Ah, komm, gib Gas. Ab nach rechts. Und ich wieder links. Ah, von da kommt jemand. Da hoch. Wie, du fährst jetzt auf den Parkplatz rauf. Nee, gut. Entkommen! So, aber jetzt holen wir keine Geldtransporter mehr, auch weil irgendwie extrem viele hier gerade rumfahren. Da schon wieder einer! Warum spawnen hier gerade so viele Geldtransporter? Das ist ja unfassbar! Alter, okay, aber wir sind wieder zu dritt auf dem Server immerhin. Wo 119 ist andere? Aber warum kommen hier auf einmal so viele Geldtransporter? Ich meine, der eine ist weg, schon kommt danach der nächste. Und dann ist der weg, kommt wieder der nächste. Das ist ja unfassbar. Eigentlich kann man jetzt so richtig gut Geld machen, wenn man sich gegen die beide da durchsetzt. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz so schwer. Aber ich möchte erstmal meinen Adder haben. Der wurde dann natürlich mal wieder beschlagnahmt. Hey, hier ist sogar noch ein Motorrad, das wurde von irgendjemandem beschlagnahmt. Von irgendeinem Spieler hier. Na, rüber. Hallo, Edda. Sesam, öffne dich. Und ab geht's. Jetzt kommt da gerade ein Zug. Und da kommt eine Streife. Ich bin auf Streife. Ich bin auf Streife. Oh, ist schon wieder weg, fast. Ja, hat man ein schnelles Auto, da geht's umso besser. Oh, was willst du denn, ey? Da kommt, ich meine, wenn ich ein anderes Auto entgegenkomme, sehe auf meiner Spur, oh nein, natürlich, ja, super, voll in die Polizei da rein. Dann wechsle ich doch nicht von meiner, also zwei Spuren, ich fahre auf der rechten, da kommt ein Auto links, auf der linken entgegen, dann wechsle ich doch nicht auf die linke, ja? Und jetzt bin ich schon wieder vor die Polizei reingefahren. Und das noch eine Polizei.
Ja, Nagelbretter, bin ich erstmal ausgewichen. Hätten mir sowieso nichts ausgemacht, weil ich schussliche Reifen habe, ihr kleinen Bobbys. Ich denke ja mit. Oh, ui, da habe ich ja, oh Gott. Da habe ich mal volle Breitseite erwischt. So, einfach jetzt hier denken, jetzt brauche ich eigentlich was, wo man sich gut verstecken kann unter drunter. Tada! Wegen dem Helikopter. Ist das nämlich ganz gut. Ist das ganz gut. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz mal die Spiele durch. Also GTA, FIFA 13, FIFA 12, Formel 1 2012, Formel 1 2013 habe ich auch. Motorsport Pacific Rift, FIFA 14, FIFA 11, Mass Effect, genau das war. Oha, da kommt jetzt. Lustig. Jetzt kommt da natürlich um die Polizei. Ey, dass die es genau da reinfährt, das ist so dumm. Kann ich irgendwie nicht ganz verstehen. Man ist hier schon länger weg und dann auf einmal kommt genau eine Polizeistreife, die da natürlich genau in die Gasse fährt und die schneller ist als ein Adder. Eben. Mass Effect war ich hier stehen geblieben. Mass Effect habe ich auf meinem alten Kanal gespielt, habe ich mir extra gekauft für, keine Ahnung, 20, 30 Euro. Und dann habe ich so halt ein bisschen Let's Played, aber dann habe ich es irgendwie gar nicht mehr gespielt und Let's Play auch abgebrochen. Muss ich eigentlich auch mal wieder durchspielen, oder weiterspielen überhaupt. Dann habe ich noch Apache, das ist so ein Kampfhelikopter-Spiel. Auch für den Koop gut geeignet. Das habe ich sogar damals mit Jonah gespielt, da kannten wir uns gerade erstmal und dann. Natürlich kommt die Polizei hier rein. Das ist doch echt zum Kotzen. Hallo, da war ich. Spackus, ey. Also da war ich mich erst kurz damit befreundet und da kam er dann gerade so halt mal halt zu mir rüber und so. Und dann haben wir das immer gespielt. Dann habe ich Formel 1 2011 und 2010. Was habe ich noch? Was kann man noch spielen? Das kommt erstmal dahin. Dann habe ich noch Rocksmith. Das ist für die Gitarre, so ähnlich wie Guitar Hero, nur halt mit einer echten Gitarre. Da steckt man halt eine echte Gitarre an die PS3 an. Wäre auch so eine coole Sache. Müsste ich gucken, wie ich das machen würde. Und natürlich ist es ganz schön scheiße mit der GEMA, weil das halt dann solide drauf sind. Nirvana zum Beispiel, The Rolling Stones, White Stripes, ja, das kann ich sogar auch so auswendig. Ja, hat man halt Probleme mit der GEMA, natürlich, ne? NHL 2010 anscheinend, also ein bisschen älter, Assassin's Creed 3. Nö, werde ich auf jeden Fall nicht spielen, weil ich finde, das war eigentlich ein extrem schlechter Teil und ich dachte, für mein PC kommt Assassin's Creed 4 mit. Geschenkt, dachte ich. Aber irgendwie war es jetzt nicht so. Also immer wenn man eine Nvidia GTX, ich glaube wenn man eine GTX 760 oder ab 770 bekommt man Assassin's Creed 4, Batman und noch Splinter Cell. Ich hatte eine Nvidia GTX 770. Hab leider irgendwie gar nichts mitbekommen. Also da muss ich mich nochmal erkundigen. Vielleicht wäre das auch einer von euch, das wäre super. Aber ich auf jeden Fall weiß es gerade nicht. Ich würde es auch so spielen, vielleicht Let's Play, keine Ahnung, aber jetzt habe ich es halt eben nicht mitbekommen, dummerweise. Habe ich noch Assassin's Creed Revelations, habe ich ja noch. Brotherhood auch. Dann habe ich sogar noch Move, also ein paar. Ich würde halt für die PS3 so also Move-Controller mit der Kamera und da halt dieses, so eine Art Wii Sports gibt es da ja. Halt mit Tennis und, nicht mit Tennis. Disc Golf und so, keine Ahnung. Das habe ich dann noch im Heavy Rain, habe ich vorhin schon erzählt, halt eine super geile Story, super Atmosphäre. Driver San Francisco, so ein bisschen, ja, ist halt so eine Art Need for Speed, also halt Autofahren und dann halt da Missionen, da gibt es auch eine gute Story. Burnout Paradise ist auch lustig, Ferrari Challenge, das ist doof, Split Second, ja, und Need for Speed. Das sind so meine Spiele. Für die PS3 auf jeden Fall. Für den PC habe ich auch noch ein paar. Ja, aber ich weiß eben nicht, was kann man noch mit Let's Playen, wenn ihr irgendwelche super Spiele habt, dann schreibt es in die Kommentare oder in der privaten Nachricht oder bei Facebook, die ich jetzt
nochmal unten einblende und hoffentlich vergesse ich das nicht. Aber egal, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zugucken und dann bis morgen, vielleicht sogar wieder mit Julian. Tschüss!